Wir stehen heute vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Viele Ereignisse der vergangenen Jahre, kritische Beiträge und intensive Diskussionen um den inneren Zustand im Freistaat Sachsen beschäftigen uns, beschäftigen mich persönlich sehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Was heißt das für mich? Was wird von mir erwartet? Ich bin davon überzeugt, für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue Antworten wichtig. Es braucht den Mut, gewohnte Bahnen zu verlassen. Wir dürfen nicht in gestern oder in heute gefangen sein. Nach 27 Jahren in aktiver Verantwortung fällt mir das schwer, schwerer als sich jemand vorstellen kann. Ich weiß, dass es dafür frische Kraft und neue Kraft braucht und deswegen habe ich mich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben. Ich habe meine engsten politischen Wegbegleiter darüber informiert, dass ich auf dem Landesparteitag der Sächsischen Union am 9. Dezember nicht mehr für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren werde. Ich werde meiner Partei vorschlagen, Michael Kretschmer zum neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Und ich werde im Dezember auch vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten. Ich wünsche mir, dass unsere CDU-Fraktion und die SPD auch in diesem Amt Michael Kretschmer zu meinem Nachfolger wählen. Das Präsidium der Sächsischen Union hat sich einstimmig und mit größter Unterstützung hinter meinen Vorschlag gestellt. Mit meinem Koalitionspartner, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Dulich, habe ich dazu heute telefoniert. Mir ist ein geordneter Übergang wichtig, der zur neuen Entscheidungskraft und zum gemeinsamen Gestaltungswillen auch führt. Ich bin denjenigen dankbar, die mir vertraut haben, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben. Darauf aufbauend bitte ich darum, das gleiche Vertrauen und die gleiche Unterstützung Michael Kretschmer zu gewähren. Er ist Sachse mit Herz und Verstand, der jung und doch erfahren ist. Er ist ein Gewinn für das Land. Als Kreisrat kennt er die Belange der kommunalen Familie genauso, wie er sich in der Bundespolitik auskennt. Er hat ein belastbares Netzwerk in Berlin, das er hierher nach Sachsen mitbringt. Und er hat sich eine hohe Wertschätzung erarbeitet und ist im Land und darüber hinaus sehr geachtet.